easy getrackt. Oh Mann, ey. Und jetzt muss ich da wieder hochspringen, weil meine Seelen da oben sind. Boah, hab ich mich erschrocken. Also ich habe die ganze Zeit das Problem, dass ich manchmal keine Knöpfe drücken kann. Also ich drücke Knöpfe und es geht nichts durch. Und deswegen bin ich jetzt zweite Mal gestorben. Das erste Mal konnte ich nicht rollen, das zweite Mal konnte ich kein Feuer machen. Und jetzt habe ich so den Kampf gewonnen, die ist einfach runtergesprungen. Ich hätte gerne ihre Items gehabt. Da liegen jetzt ihre Items. Wie bekomme ich die jetzt? Ah, so bekomme ich ihre Items. Wieso kann er nicht one-shotten? Oh, das ist nicht fair. Das war ein Übungsrun. Ich habe gesagt, das ist mein letzter Übungsrun und danach mache ich einen richtigen. Wieso bitte? Habe ich plötzlich gefunden. Ah, oh Mann, ey. Debt once again. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. To your valor and my old friend Yorm. I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Secret. Na.
Mann, war das spannend. Und das war so ein netter Summon, dass er mir geholfen hat, den anderen zu besiegen, der genervt hat. Boah, das war echt eine spaßige Online-Interaktion. Okay, das ist jetzt zum ersten Mal direkt aufgenommen. Ich will einmal kurz reden. Mein Bild ist shit. Meine zwei spaßigsten Builds in Dark Souls 3 sind Bleed, also Blutung, und Pyromantie. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einen Charakter, der beides macht, Pyromantie und Blutung, weil warum nicht? Sind beides sowieso die stärksten Dinge im Spiel, also warum nicht? Ich sag euch jetzt, wieso nicht. Ich muss jeden einzelnen Skill skillen. Ich skille jeden Skill. Ich skille Glück für Blutung, aber auch sehr wenig Glück. Das bedeutet, mein Blutung ist sehr ineffektiv, aber trotzdem habe ich daran Level verschwendet. Also ist mein Blutung shit, aber trotzdem habe ich Level damit verschwendet. Dann Intelligenz und Glaube für Pyromantie. Und weil ich so viel Intelligenz und Glaube habe, kann ich auch Hexereien benutzen, vor allem dunkle Pyromantien. Und ich kann eigentlich einige Zaubereien und Wunder nutzen, nur mache ich es nicht, aber theoretisch kann ich es. Und das ist auch noch sehr ineffizient, dass ich die nicht nutze, obwohl ich es kann. Dann Geschicklichkeit und Stärke, weil ich halt ein paar krassere Waffen benutzen wollte, wie zum Beispiel die Katanas. Davon habe ich jetzt auch ein paar Level verschwendet, weil ich sowieso nur Langschwerter benutze und die brauchen nicht so viele Level. Dann Belastbarkeit, Kondition und Vitalität, weil ich es halt brauche, damit das Spiel angenehm ist. Und Zauberei, weil ich ja Magier bin und vor allem als Pyromant brauche ich viel Zaubereien, weil ich normale Pyromantie, dunkle Pyromantie, Hexereien, also Zaubereien und Wunder kann ich alles eigentlich slotten, wie man es jetzt hier sieht. Pyromantien und Zaubereien habe ich gerade geslottet. Also falls euch das noch nicht aufgefallen ist, das ist jeden Skill. Ich skille jeden Skill mit meinem Bild. Also muss ich mich eigentlich entscheiden. Entweder gehe ich jetzt nur noch auf Blutung und dann darf ich zum Beispiel Zauberei, darf ich meine Level rausnehmen. Ich darf bei Intelligenz und Geschicklichkeit meine Level rausnehmen. Die kann ich bei Intelligenz und Glaube meine ich. Die kann ich alle in Glück tun und in Geschicklichkeit für die ganzen Waffen, die Blutung verursachen. Oder umgekehrt, ich gehe auf Pyromantie und nehme dafür alles aus Glück raus. Ich nehme ein bisschen was aus Belastbarkeit, Stärke und Geschicklichkeit raus und stecke das dann viel mehr in Intelligenz und Glaube. Und ich glaube, ich mache Zweiteres. Oh, oh, oh. Nein! Wow, jetzt bin ich nur gestorben, weil ich nicht wusste, was dieser Angriff macht. Das ist sehr sad. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Keine Panik. Keine Panik. Warum sind hier so viele Blutflecken? Oh. Oh Mann, ey. Mein Controller ist ausgegangen. Ich kann nicht rollen, ich kann nicht rollen, ich kann nicht rollen, ich kann nicht rollen. Ich kann nicht rollen. Ich konnte nicht rollen, ich kann nicht rollen. Meine Rollentaste geht nicht. Mein Controller spinnt gerade. Mein Controller spinnt gerade extrem. Ich kann die ganze Zeit nicht rollen. Ich konnte am Anfang nicht angreifen. Und dann musste ich das Spiel neu starten, damit ich überhaupt angreifen kann. Und jetzt kann ich die ganze Zeit nicht rollen. Also ich habe die ganze Zeit das Problem, dass ich manchmal keine Knöpfe drücken kann. Also ich drücke Knöpfe und es geht nichts durch. Und deswegen bin ich jetzt zweite Mal gestorben. Das erste Mal konnte ich nicht rollen, das zweite Mal konnte ich kein Feuer machen. Stirbt mein Controller langsam? Ist es soweit? Oh. Ich habe gerade was gehört, was mir das sehr viel einfacher machen könnte. Tatsache. Das ist ja ein cooles Feature. Das mit dem Drachen geht voll klar, aber das richtig Schwere kommt ja erst jetzt, Alter. Ah, ich hasse diesen Boss. Ah, er ist so schwer und er staggert mich mit allem, was er tut. Ich hasse ihn. Ah!
Nochmal. Und was macht er? Ah, ich wusste nicht, was er tut. Au. Nein. Ja. Wie habe ich den gefirstrad? Wie habe ich den gefirstrad? Wie habe ich den gefirstrad? Wie? Das ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich den Nameless King gefirstrad habe. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich den gefirstrad? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich den gefirstrad? Und dann gegen die scheiß Wächter des Abgrunds hier, gegen diese Pharaon-Leute, bin ich so oft gestorben. Bin ich so unglaublich oft gestorben. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Stunden an denen gesessen und habe dann am Ende nur gewonnen, weil ich einen Koop-Summon geholt habe. Wie kann ich dann stattdessen den Nameless King first tryen? Oh, ich habe ja noch Gänsehaut und so. Ey, das ist... Wie? First Shot. Auch gefirst Shot. Meine Güte. Auch gefirst Shot. Auch gefirst Shot. Unfassbar. Unfassbar. So, ich möchte das richtige Ende machen, by the way. Und ich glaube, ich mache das Ende jetzt schon. Ich müsste theoretisch jetzt eigentlich das richtige Ende bekommen. Das von Julia. Ich müsste jetzt Julias Ende bekommen. So. Ah. Da werde ich einfach gejumpscared. Nein. Das ist nicht wahr. Runtergesprungen wahrscheinlich.
So kann man da sterben. Jetzt habe ich es verstanden. Woher kommt die Leiter auf einmal? Hä? Die Leiter war doch gerade nicht da. Hä? Oh, das war knapp. Das war knapp. Au. Ach, das ist ein PvP-Bus. Ich merk's erst jetzt. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Alter, das war jetzt einfach, der war AFK und ich habe ihn gezweischottet. Das tut mir ein bisschen leid. Knapper geht's nicht, ey. Puh. Oh, das war knapp. Wieso kommt er zu mir angestürmt? Nein. Tears of Denial hat mich gerettet. Tears of Denial hat mich gerettet. Ey, Tears of Denial ist so geil. Das ist das Beste in diesem Spiel, Tears of Denial. Alter, so. Ich habe Dark Souls 3 durch. Ich habe es schon mehrmals gespielt, früher, als es rauskam. Als die DLCs noch nicht da waren und sowas. Sehr, sehr geiles Spiel. Sehr, sehr geil, wirklich. Ach, hier kann man es nachgucken. Ich habe fast 50 Spielstunden für dieses New Game gebraucht. Ich habe auch alles gemacht in diesem New Game. Also alles, alles. Ich habe jede Quest gemacht. Ich habe alle DLCs gemacht. Ich habe jeden Boss besiegt, jedes Item geholt, jedes Secret, alles. Ich habe alles gemacht in diesem New Game. Also 50 Stunden, kommt hin. Also alle Achievements, die mir fehlen, sind anscheinend zwei versteckte. Da müsste ich mal googeln, welche das sind. Alle Gesten lernen, dafür muss ich in New Game Plus. Alle Ringe erhalten, dafür muss ich in New Game Plus Plus. Alle Wunder erlernen, New Game Plus. Alle Primatinen erlernen, New Game Plus. Alle Zaubereien erlernen, New Game Plus. Die zwei Versteckten google ich mal. Die zwei Versteckten Errungenschaften, ich erinnere mich gerade, ich musste gar nicht googeln, sind die zwei Enden, die ich noch nicht gemacht habe. Dafür müsste ich halt auch in New Game Plus Plus. Also um alle Erfolge zu haben, müsste ich in New Game Plus 2, also in New Game Plus Plus. Aber um alle Waffen doppelt zu haben, müsste ich in New Game Plus 3, also in New Game Plus Plus Plus. Ja, ich werde jetzt noch
auf diesem Spielstand, ich weiß auch nicht, ob und wenn ja, wie viel ich davon in ein Video packe, werde ich jetzt Gegner farmen für ihre Waffen und Rüstungen. Weil dieser Charakter soll alles haben. Sobald ich Gegner gefarmt habe, bis ich alle ihre Waffen und Rüstungen habe, die ich noch brauche, werde ich wahrscheinlich New Game Plus gehen. New Game Plus Plus und New Game Plus Plus Plus. Das werde ich auf wahrscheinlich machen. Bin mir nicht komplett sicher, ob ich vielleicht vorher einen Burnout bekomme und keinen Bock mehr habe, aber das ist der Plan erstmal. Hat mir sehr Spaß gemacht. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ich schaffe es daraus, ein Video zu machen und nicht mehr als eins. Also aus dem ersten Playthrough hier. Wenn ich noch New Game Plus und sowas zeige, dann mache ich daraus ein extra Video, aber aus dem ersten Playthrough würde ich am liebsten nur ein Video machen. Ansonsten würde ich sagen, war es das hier mit diesem Video, falls es nur ein Video war. Ich hoffe, es war nur ein Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht wird das ja das Bonus-Video, wo ich dreimal New Game Plus mache. Bis dahin. Ciao, Leute.